Hallo Reddit, falls ich das falsch poste, könnt ihr das bitte in die richtige Kategorie machen. Auf jeden Fall war ich gestern auf meinem Dachboden und da habe ich eine alte VHS-DVD gefunden. Und weil ich halt in meinem Urlaub sehr viel Zeit hatte, dachte ich mir, ich nehme dieses Spielfilm mit nach unten und schaue halt einfach mal nach und habe so meine 64 gesteckt. Das war aber leider das, was ich hätte nicht niemals tun dürfen, denn wie ich jetzt weiß, werde ich wahrscheinlich daran sterben. Der VHS-DVD stand einfach nur Andy's Apple Farm. Und also auf der Box, als ich die aufgemacht habe, war da eine DVD drin und auf der stand Do Not Play. Also habe ich sie in meine VHS 64 gesteckt und gestartet. Und die Clips, die ihr jetzt sehen werdet, die habe ich aufgenommen. Schaut selber, ihr werdet nicht euren Augen glauben. Es gab schon einen Speicherstand mit, der hieß Andy 2 und meine Maus ging nicht. Ich musste es mit den Tasten steuern. Dachte ich mir, das ist komisch, aber das ist bestimmt ein Glitch. Also nahm ich die Kassette wieder raus und habe in den Eingang gepustet. Aber zu meinem leichten Schockierung musste ich rausfinden, dass der Speicherpunkt immer noch da war, als ich das Spiel neu gestartet habe. Das war kurios. Also habe ich versucht, es zu laden, aber irgendwie ging das nicht. Nachdem mit Spiel unerwarteterweise gecrashed ist, habe ich den anderen Speicherpunkt gestartet, also den neuen gemacht. Und dann begann der Horror der schlimmsten Nacht meines Lebens. Hi, I'm Andy the Apple. Welcome to my apple farm. To move around, die Stimme von Andy klang, als ob der Entwickler so circa 14 wäre. Was mich sehr überraschte. Das Spiel begann mit Andy dem Apfelmann, der mich freundlicherweise begrüßt hat und ich konnte dann direkt sein Apfel Farmland begutachten und schauen, was ich so finden konnte. Also bin ich gelaufen. Ziemlich langsam. Hey fellas, what's up? Oh, hi Andy. We're just having a picnic. Care to join us? Of course I would. Hi, hello. Hiya, Andy. Hiya, Felix, Melody, Margaret, Klaus. So what are you all up to today? Oh, we're just eating right now. Care for an apple? Hey, after we eat, we should play some games. Hey, Andy, do you want to play with us? Of course I would. Perfect. Each of us has a bonus sticker. Collect all of our bonus stickers and we'll give you a prize. Oh, wow. What's the prize? That would break the surprise, would it not? Während diese Katze spielte, in der alle Charaktere offensichtlich von dem gleichen 14-jährigen Jungen gespielt wurden, kamen einige seltsame Unterbrechungen, auch Spielfehler, die sehr unheimlich waren. Yeah, don't fret. This will be fun. Well, if you guys say so, let's play some games. Aber ich ließ mich nicht davon abwenden, denn ich hatte ja schließlich Sommerferien und wollte jeden Tag meiner Ferien gut nutzen und habe meine 64 DVD mit Andy's Apple Farm weiterspielen wollen. Deswegen habe ich mit Melody geredet, um das erste Minispiel zu starten. Für den Schlüssel von meinem Haus, den die geklaut haben und so. Achso, ich soll mit Melody zuerst reden. Das habe ich natürlich gemacht. Am Steg angekommen, wollte ich mit Melody reden. Hey dude, how's it going? You wanna play a fishing war gar game? Nicht Melody, es war Felix. Oder bin ich Felix? Ich wollte auf jeden Fall fischen gehen mit diesem yeah, Mann. That's more like it. Let's play. Hey, good job, man. Here's a bonus sticker, just for you. Take it. Nachdem ich das Minispiel geschafft habe, ging ich wieder zurück. Sehr langsam immer noch. Aber langsam bekam ich das ungute Gefühl, dass dieses Spiel verfluchtet war. Denn ich konnte
immer wieder nicht das Gefühl loswerden. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das Spiel gecrashed ist. Aber es war nicht ein normaler Crash. Es war ein fortgeschrittener Crash. So als ob das Spiel das absichtlich machen würde. Hello, this is Eastwood. Aber als ich das Spiel gestartet habe, kam einfach wieder das gleiche Intro wie beim ersten Mal. Was mir sagte, ich bin der Beta-Tester für ein Spiel, was ich tatsächlich beim ersten Mal spielen nicht mitbekommen habe, weil ich da nicht aufgepasst habe. Aber anscheinend ist dieses Spiel noch gar nicht fertig. Und deswegen frage ich mich, was das überhaupt auf meinem Dachboden gemacht hat. Aber auch beim zweiten Mal starten war ich verlockt, den Andy 2 Speicherstand zu laden. Der Speicherstand war anscheinend nicht ganz da, wo er eben war. Und ich musste nochmal zurück zum Fisch. Denn ich brauche ja alle 8 meiner komischen Marken, um meinen Schlüssel wieder zu bekommen. Denn anscheinend sind die Freunde von Andy ziemliche Hurensöhne und klauen ihm einfach seinen scheiß Wohnungsschlüssel und geben den nicht einfach wieder. Ziemlicher Bullshit eigentlich. Wie ich rausfand, musste ich es doch nicht nochmal machen. Der Charakter ist einfach nur wieder an die Position gegangen und gab mir das Gefühl, dass ich vielleicht dahin gehen müsste, um das Minispiel zu spielen. Aber ich habe einfach nur meine Zeit verschwendet. Zurück in der Mitte der Apfelfarm angekommen, habe ich den Typen... Der hat mir gesagt, ich soll mit Melody reden. Melody hat mich um Hilfe gefragt. Offensichtlich habe ich Nein gesagt. Oh, okay. Maybe in a little bit then. Hey, Andy. I was picking up fruits, but dropped them all. Can you help me sort them into the right baskets? Er hat mich nochmal gefragt und ich habe nochmal Nein gesagt. Oh, okay. Maybe in a little bit then. Ich hatte einfach das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und ich konnte auch das Gefühl nicht loswerden, dass mich irgendwas aus den Schatten beobachten würde. Aber nicht im Spiel, sondern im Real Life. Ich kam aber zu dem Entschluss, dass der einzige Weg, mich von diesem Gefühl zu befreien, wäre, das Spiel durchzuspielen. Thank you so much, Andy. I really appreciate your help. Also sortierte ich die Früchte. Andy, that was the wrong basket. Entschuldigung. Es dauerte ziemlich lange. Ich musste schockend mitbekommen, dass der Charakter, dem ich eben noch geholfen habe, auf einmal hyperrealistische menschliche Augen voller Blut bekam, die mich anstarrten. Und plötzlich war die Szene nicht mehr bei den Tieren, Früchten, nicht mit Dingern von eben, sondern bei 2 Menschen, die miteinander geredet haben. Und es ging um einen Unfall, der nicht in ihrer Kontrolle lag. Aber der Typ erwähnte eine andere Frau. Und hat gefragt, warum sie ihn nicht gerettet hat. Und die Frau antwortete, dass sie Angst hatte, Thomas. Und so. Und dann hat sie ihn angeschrien. Wahrscheinlich hatten die beiden 2 Kinder, von dem eins gestorben ist. Weil der Vater denkt, dass es sie ihn hätte retten können. Und dann sagte die Mutter, dass der Mann ja einfach in die Bar gehen soll und sich besaufen soll. Das kam mir alles ein bisschen komisch vor, als ob es in diesem Spiel um mehr gehen könnte, als nur ein paar Besen, die Hilfe auf ihrer Farm brauchen.
sondern als ob hier vielleicht ein Mensch damals gestorben ist und deren Seelen dieses Spiel verfluchen. Und ganz seltsamerweise bekam ich in diesem Moment im echten Leben einen Anruf von meinem Freund. Und er meinte, dass er in den News einen Bericht gesehen hat über eine Farm. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schockiert ich war, als er sagte, dass diese Farm einem Thomas Peter gehört hat. Aber Thomas Peter Zweitname war Andy Apple Farm. Ich habe aufgeschrien. Er auch. Ich habe ihn erschrocken mit meinem Schrei. Und dann erzählt er mir ganz nervös, weil er war immer noch ein bisschen erschrocken von meinem Schrei. Aber er hat nicht gefragt, warum ich geschrien habe. Er hat mir einfach die Geschichte weitererzählt. Und dann hat er erzählt, dass es auf dieser Farm von Thomas Andy Apple Farm Peter ein Kind gestorben ist. Ein Junge. Und dass auf dieser Farm auch ein Spiel gefunden wurde. Und dieses Spiel ist jetzt irgendwie verloren. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er mir das eigentlich erzählt. Und er meinte, keine Ahnung, er dachte einfach, vielleicht interessiert mich das ja. Und dann habe ich ihm natürlich nicht davon erzählt, dass dieses Spiel komischerweise auf meinem Dachboden zu finden war. Und wir haben aufgelegt. Aber ich dachte mir, vielleicht kann ich ihn ja später kontaktieren, falls mir irgendwas noch seltsamer werden würde. Oder ich sowieso vielleicht davon ausging, dass er einfach nur einen Streich spielen wollte. Und er das bestimmt oben auf meinem Dachboden versteckt hat. Deswegen wollte ich ihm nicht die Genugtuung geben, dass ich wirklich Angst hatte. Obwohl ich eben schon geschrien habe. Also spielte ich erstmal weiter. Der Fakt, dass vielleicht mein Freund sich in mein Haus geschlichen hat und einfach mit dem Dachboden was versteckt hat und wieder ausgebrochen ist, weil ich das nicht mitbekommen habe, fand ich nicht so seltsam wie dieses Spiel. Deswegen habe ich mich nicht davon ablenken lassen. Hi Andy, do you want to play a song with me? Nicht wirklich. Awesome, just let me grab that guitar and we'll play. Dieses Spiel schien mir sehr leicht, denn ich war ein großer Fan von Friday Night Funkin'. Nachdem das Spiel mich absichtlich hat versagen lassen bei dem Musikspiel, was eigentlich nicht fair war, weil ich bin eigentlich echt gut in Friday Night Funkin'. Ich habe so ein Level geschafft gegen Sonic Exe. Und wenn das Spiel nicht geleckt hätte, hätte ich das auch ohne Probleme geschafft. Aber davon abgesehen, war ich da jetzt irgendwie in einer anderen Welt. Und das Spiel hat mich gefragt, ob ich reinsehen wollte. Und das habe ich getan. Da sah ich eine Frau und ein Kind, glaube ich. Und die Frau fragte Isabella, was stimmt nicht? Es ist einfach nicht mehr das Gleiche, sagt sie. Es ist nicht das Gleiche ohne sie. Hey, es ist nicht deine Schuld. Doch, doch, ich weiß, dass es meine Schuld ist. In diesem Moment musste ich wieder an den Bericht denken, den mein Freund im Fernsehen gesehen hat. Vielleicht war er da doch was dran, er hat gar keinen Streich gespielt. Die Tochter machte sich anscheinend Vorwürfe, dass Dad die Familie verlassen hat, weil sie den Bruder nicht hätte retten können. Und sie hatte ganz viele Schuldgefühle und so. Ich entschloss mich dazu reinzugehen. Aber das Haus innen war leer. Da war niemand drin. Ich hörte Schreie, die echter klangen als alles, was ich jemals in meinem Leben. Oh wow, you're good at playing the guitar. Here's a bonus sticker for all your hard work. Fragte mich, ob das vielleicht alle Spiele waren, die ich machen musste. Konnte ich jetzt hier in die Mitte gehen? Und mit dem Typen hier reden? Ja, konnte ich. Why, hello there, Andy. Don't you have a game for me to play? Oh yes, what about a game of chess? Chess? I have no idea how to play that. Oh, okay. How about a game of I Spy? Sounds good to me. Klaus wollte Andy zu einer Schachpartie einladen, aber Andy kann gar keinen Schach spielen, deswegen hat er ihn gefragt, ob er vielleicht ein anderes Spiel spielen will. Bei dem ich die Arrow Keys benutzen musste, um meine Hand zu bewegen und Spacebar, um Select the Right Object. Werde ich machen. Auf einmal hat sich Klaus verändert und sah viel gruseliger aus. Ich sprang auf von meinem Stuhl.
voller Schock und ließ den Controller fallen. Denn ich sitze auf einem scheiß Stuhl vor meiner N64. Einfach mitten im Raum. Und dann war ich wieder in dem Haus, wo das Mädchen verbrannt war. Ein Auto war daneben. Ich ging Richtung Auto. Und konnte nichts damit machen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen. Ah, ich war übrigens ein anderer Charakter, komischerweise. Ich war gar nicht mehr Andy. Sondern auf einmal war ich Klaus. Vielleicht hatte Klaus irgendwas mit dem Verbrechen zu tun, was möglicherweise in dieser Welt passiert ist. Was vielleicht sogar im echten Leben passiert ist. Und dann wurde ich verfolgt von Andy. Weil ich Klaus war. Und Andy hatte die Axt, die er eben ausgewählt hat. Und die beiden Charaktere haben sich jetzt zurückverwandelt in ihre menschliche Form. Mit Ansehen wie ein hyperrealistisches Bild des Vaters, Tochter oder Frau umgebracht hat. Ich konnte die Story zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ganz folgen. Aber auf jeden Fall hat er gesagt, dass sie an den Toten der Kinder schuld gewesen wäre. Good job at playing that game. For your reward, I'll give you my bonus sticker. Good job, man. You got all the bonus stickers. You did it, so now it's time for your prize. So where are my keys? Oh, they're just in there. In there? Yep, just go right through that door. It's kind of dark, isn't it? Just go right ahead, don't be scared. Yeah, just go get your keys. Well, if you guys say so. Andy, der seine Schlüssel von seinen Freunden weggenommen hat, bekommen hat, wurde dann in einen komischen, dunklen Stall geschickt. Aber er war nervös. Und ich war auch nervös. Also bin ich nochmal kurz aufgestanden, um meine Hände zu waschen und mein Gesicht zu waschen. Und ich könnte schwören, und das ist mein todester Ernst, als ich vom Waschbecken meinen Kopf wieder gehoben habe, sah es aus, als ob mein Kopf für ein paar Augenblicke wie ein Apfel aussah. Aber als ich wieder geblinzelt habe, war ich wieder ganz normal in dem Spiegel. Und ich dachte mir, dass das wohl bestimmt nur die Anspannung mein Stresslevel sein muss. Also ging ich zurück zum Spiel und dachte, jetzt muss ich einfach zu Ende bringen, was ich begonnen habe. Aber vorher sollte ich noch kurz meinen Freund anrufen, um ihn zu fragen, ob er vielleicht noch mehr Infos bekommen hat über den Newsbericht, den er zufälligerweise genau jetzt im Fernsehen gesehen hat. Und ich rufe ihn an, aber es klingelte einfach nur. Aber Ding, Ding. Und kurz bevor ich bereit war aufzulegen, ging jemand dran. Und ich sagte, oh, John, zum Glück. Hast du noch mehr Infos über die Farm von Thomas, Andy Apple, vor allem Peter, denn weißt du, ich spiele gerade dieses Spiel und du meinst, es gibt da nur eins von und das ist verschwunden und ich konnte mich nicht mehr ganz daran erinnern, was für eine Geschichte er mir erzählt hat. Aber ich habe ihm auf jeden Fall die Geschichte wiederholt und meinte, dass ich halt genau dieses Spiel habe, mit dem Kind und so. Und als ich keine Antwort bekam, meinte ich, hey, John, war glaube ich sein Name. Und aber am anderen Ende war dann einfach nur eine Stimme von einer Frau. Und die Stimme von der Frau habe ich nicht wiedererkannt. Und sie meinte, John ist seit 10 Jahren tot. Und ich habe das Telefon fallen gelassen aus Schreck. Und als ich das Telefon wieder aufgehoben habe, hat die Frau gefragt, was das für ein lautes Geräusch war. Und ich habe mich entschuldigt, weil ich das Telefon fallen gelassen habe. Und dann meinte sie, dass das sehr laut war. Und ich das bitte lassen soll. Also habe ich mich nochmal entschuldigt. Und dann sie aufgelegt, bevor ich sie fragen konnte, was mit John passiert ist. Denn das Schockierendste daran war,
John war letzte Woche noch mit mir in der Schule. Und er hat neben mir gesessen. Aber auf einmal bekam ich Flashbacks wie in einem Film. Und auf einmal wurde mir klar, dass immer wenn ich mit John geredet habe, weil meine Freunde mich immer komisch angeschaut haben und mir gesagt haben, dass ich ein kompletter Psychopath bin, weil ich mit niemandem rede und ich Hilfe brauche. Und sie meine Eltern angerufen haben und dann hatte ich diese komischen Psychiatriestunden und so. Und das habe ich halt irgendwie alles vergessen und dachte mir, ja, wird bestimmt nichts mit der Story zu tun haben. Und in der Psychiatriestunde hat mir die Therapeutin erzählt, dass John einfach nur ein Pseudonym gewesen ist von Andy Applefarm. Denn ich bin das Kind. Ich gehe jetzt einfach hier rein, um meine Story zu Ende zu bringen und abzuschließen, was mir passiert ist. Hey guys, I can't see anything in here. How am I supposed to find my keys? Auf einmal kamen meine ganzen Erinnerungen wieder. Guys? Hey, wait, no! Let me out of here! Es ist, als ob ich meine Vergangenheit spielen würde. Oh boy, I'm gonna have to find the light. It sure is dark in here. Oder ein Traum, oder... Und hier war kein Licht. Auf jeden Fall hatte ich ein sehr schlimmes Leben. Reddit. Das wollte ich euch nochmal erzählen. Ich habe vergessen, dass ich das alles hier immer noch aufschreibe. Bitte ruft nicht die Cops. Ich habe nicht wirklich jemanden getötet. Das war alles nur, ich habe irgendwas gefunden. Auf einmal war eine andere Person hier mit mir drin. Die versucht hat, mich anzugreifen. Und da war eine Laterne mitten im Dunkeln. Die ich genommen habe. Und neben mir war ein Kürbismann, den ich nicht wiedererkannt habe. Wait, who are you? Dieser neue Charakter, der am Ende des Spiels auf einmal noch erfunden wurde, hat mich gefragt, ob ich mit ihm Fangen spielen will. That doesn't matter. You wanna play a game of tag? No, I'm just looking for my keys. Sounds great. Let's play. Just this way, to the haystack maze. Wait, who even are you? Die Musik, die im Hintergrund des Spiels ablief, war auf einmal verzerrt und gruselig und da rannte er mir hinterher und ich rannte so schnell ich konnte weg. Aber er war einfach schneller als ich. Er war mir ganz dicht auf den Fersen. Und ich hatte das Gefühl, wenn er mich erwischen würde, wird nicht nur Andy sterben in diesem Spiel, sondern auch ich im echten Leben, denn... Caught you. Nachdem das Spiel kurz ein Blackscreen hatte, ist es wieder gewechselt zu einer anderen Sicht. Wo der erwachsene Mann seine Frau getötet hat. Oder seine Tochter. Aber auf jeden Fall hat der Vater hier irgendein Monster gesehen, hat die ganze Zeit wieder drauf gezeigt. Und dieses Monster verwandelte sich in ein großes, lächelndes Gesicht. Und dann verwandelte das Monster den Vater in Andy Applefarm. Und da war wieder Andy Applefarm. Also ich. Und ich lief hier lang. Und fand einen Schlüssel. Schlüssel für mein Zuhause. Und in dem Moment, wo ich den Schlüssel aufgehoben habe, konnte ich hören, wie meine Wohnungstür aufgeschlossen wurde.